Also Leonie hat jetzt auch noch dazu einen Ultraschall gemacht bekommen. Hey Lieben, ich grüße euch hier zu unserem neuen Video. Diana grüßt euch auch und wünsche euch viel Spaß bei unserem Vlog. So, wir haben 23 Uhr und 34 Minuten. Wir sind im Krankenhaus. Ja. Und zwar wegen diesem Fräulein hier. Und ihrem Knie. Ja. Ja, so sieht das hier aus. Zum Glück ist niemand hier, dass wir die Einzigen sind. Wir müssen nur kurz warten. Wir müssen nur kurz warten, weil der Arzt momentan nicht da ist. Ja, so fängt unser Vlog an. Ich dachte, ich nehme euch einfach mal mit. Ja, ansonsten war unser Tag super. Wir haben bei meinem Bruder schön verbracht und es gibt weitere Neuigkeiten, was die Hochzeit betrifft. Ja, aber erstmal müssen wir gucken, dass Leons Knie in Ordnung ist und ich erzähle euch später am nächsten Tag, wie und warum, weshalb. Leonie, peace. Wir haben jetzt auch, guck mal, auf dem Computer zeigt die Uhrzeit an, 00:22. Ja, warten noch ein bisschen auf Arzt. Und wie ist das, ne? Richtig dick. Also Leonie hat jetzt auch noch dazu einen Ultraschall gemacht bekommen. Soweit ist alles gut, ne? So ihr Lieben, es ist ein anderer Tag inzwischen, wie ich auch gesagt habe. Und ich bin im Schlafzimmer, ich möchte jetzt duschen gehen und mache mir zum ersten Mal die Maske drauf von Action. Und zwar so sieht sie aus, von Action, ne? Zum ersten Mal gekauft, mit so einer Haube noch, probiere ich gleich aus. Ja, das ist der Einkaufszettel von Action, da habe ich noch ein bisschen Sachen ausgepackt. Der ist mega gut, Mädels, also kann ich euch empfehlen, fühlt sich so cool an den Lippen aus, also tatsächlich so Lippen. Öl. Dann habe ich hier diese keine Mascara, sondern diese Paillette gekauft. Mach mal auf, Schatz, bitte. Also Leonies Knie ist mit verbannt, ne? Aber alles ist gut. Oh, du bist jetzt mit den Fingern rein. Leonie, das ist überhaupt nicht schön. Kannst du vom Licht weggehen? Also auf jeden Fall, schaut, was für Farben das sind. Mega. Ich liebe diese Farben. Ja, also, ne? Das Öl und die Lippen sind direkt weich. Die waren so bei mir richtig trocken. Mhm. Ja, und Lidschatten habe ich ein bisschen gerade ausprobiert. Einfach nur so. Ja, genau. Ich gehe jetzt unter die Dusche und dann nehme ich auch später noch ein bisschen was mit. Ich denke mal, nee, das ist nicht der Papa, Schatz. Ich denke mal, das wird eher so ein Laber-Video sein. Erzähl-Video. Weil viel passiert jetzt nicht mit uns oder bei uns. Genau. Ich habe Neuigkeiten und zwar, beziehungsweise, was halt Neuigkeiten? Ich darf den Datum nicht verraten, aber es passiert sehr bald. Mein Bruder hat sich entschieden, noch kirchlich zu heiraten. Kirchlich hat er noch nicht geheiratet. Also er war ja schon mal verheiratet. Genauso wie seine zukünftige Frau war schon verheiratet, genau, aber nicht kirchlich. Und ich finde das sehr, sehr schön. Ich bin auch kirchlich verheiratet. Es muss nicht kirchlich geheiratet werden. Es ist so modern heutzutage und ja, das ist, glaube ich, nur so altmodisch, dass man zur Kirche geht und heiratet kirchlich. Ich bin so ein Mensch, ich lege viel Wert drauf, auf kirchliche Trauung. Und die haben sich auch spontan entschieden, kirchlich zu heiraten. Ich finde das mega, mega schön. Wir unterstützen das auch. Ja, und auf jeden Fall, ich sage nur, es wird eine orthodoxische Kirche sein. Ich wurde ja auch orthodox getauft. Mein Bruder auch, die Sveta auch. Genau, und orthodoxische Kirche ist einfach so herrlich schön. Also Wahnsinn, wie die katholischen Kirchen. Die katholischen Kirchen finde ich auch die allerschönsten mit der orthodoxischen.
Und evangelischen Kirchen sind so, ich weiß nicht, die sind nicht schön, finde ich. Oder bis jetzt habe ich keine schöne gesehen, die richtig. Sind auch nicht schön, Nein, ganz die sind nicht, schlicht. ja, schlicht, so nichts drin, so. Und katholische und diese orthodoxen Kirchen sind sowas von fein bemalt, diese Bildmalerei drin, dieses Gottesbeschriftung und alles so. Wahnsinn schön, traumhaft schön. Auf jeden Fall werde ich auch euch dort Aber mitnehmen. heiraten, da ist noch schöner halten, Genau, bei Krone. orthodoxen Kirchen, da werden die Kronen noch über, also die Trauzeugen, die halten die Kronen über die Bräutigam und die Braut und gehen dann das Gebet durch und alles. Also auf jeden Fall, wir nehmen euch mit. Die Leonie wird filmen für euch und ich freue mich einfach auf den Tag. Ich habe nur noch jetzt mehr Druck fürs Kleid finden und. Und für orthodoxe Kirche brauchen wir noch alle einen Kopftuch. Da muss es, darf nur mit einer Kopfbedeckung rein. Ja, das ist jetzt die nächste Aufgabe, schnell ein Kopftuch zu besorgen, weil es ist echt wenig, wenig Zeit dafür. Ja, so, ich gehe jetzt duschen. Jetzt habe ich die Maske drauf. Also man sollte ja erstmal duschen, also Haare waschen, so wie ich hier verstehe, laut Beschreibung. Dann die Maske schön einmassieren und Xenia sagt schon, die Haube und für 20, 30 Minuten. Also so lange mache ich jetzt meine Wimpern neu. Ich muss sie neu biegen, weil ich habe ja euch auch schon erzählt oder gesagt, Leonie hat das ja sehr, sehr, sehr schief hier gemacht, so dass ich auch kompliziert immer mit Wimperndusche das machen kann. Die sind halt nicht gerade gewählt, ne? Dieses Auge ist schon besser, man sieht auch, dass es besser ist und hier ist es ein Kuddelmuddel. Deswegen mache ich das jetzt selbst. Das habe ich ja schon öfters selbst gemacht. Ja, und solange das alles so einwirkt, werde ich anfangen, Süppchen zu kochen. So, ja, ich bin jetzt fleißig am Kochen und am Machen. Ja, was heißt am Machen? Wir haben ja schon auch 13 Uhr, es muss ja auch langsam was gemacht werden. Ich bin noch im Schlafanzug. Kennt ja bestimmt so, es gibt so Tage, wo man nichts kann, wo man nichts schafft irgendwie. Ja, wir haben auch lange geschlafen. Es ist zum Regnen, dieses so ein Tag. Heute ist übrigens Montag und das Video kommt für euch auch heute raus. Also ihr guckt hier jetzt. Ja, ich habe Arseni hier zu Hause. Der Arseni ist krank, erkältet, Halsschmerzen, Kopfschmerzen, schlimme Bauchschmerzen. Bis jetzt, Gott sei Dank, ist negativ. Ich teste ihn jeden Tag wie verrückt. Übers Wochenende kalt, ja, Schüttelfrost, kein Fieber, aber halt eben so diese Corona-Symptome, typisch Corona-Symptome, wie auch immer. Auf jeden Fall ist er zu Hause geblieben und ja, müssen wir schauen, dass er fit wird, weil ich am Mittwoch habe ich mit Anna die letzte Impfung, Meningokokken-Impfung, die letzte, die wollte ich einfach machen. Genau, es wird hier so ein Laber-Video, das habe ich euch schon gesagt. Ihr habt ja am Anfang jetzt mitgekriegt, dass wir mit Leonie im Krankenhaus waren. Ja, das war so. Leonies Geschichte. Am Montag hat sie sich, letzte Woche, Montag hat sie sich gestoßen an dem Knie, rechten Knie. Dann hat sie sich Donnerstag nochmal gestoßen und zwar an der Treppe, an der Steintreppe in der Schule, fies gefallen über den Ranzen. Wie auch immer sie das schafft, weiß ich nicht, aber sie schafft es. Und erzählt uns das nicht. Sie dachte, es geht vorbei. So. Dann Freitagnacht, wo man schlafen gehen sollte, sagt sie zu mir: Mama, kannst du mir irgendeine Salbe raten?
Ich wollte mein Knie eincremen, sage ich, was hast du denn mit dem Knie? Ich muss ja erstmal wissen, was. Dann zeigt sie mir das und dann war ich, ja, dann war ich, keine Ahnung, ich war geschockt. Ich war geschockt, ich habe gesagt, Leonie, bist du verrückt? Was soll das? Du hast uns nichts gesagt, ich dachte, es geht vorbei. Ich sagte, du musst es auch in der Schule als Schulunfall melden. Schau dein Knie an, es ist dick, blau, schwarz, keine Ahnung. Dann sagt sie, nee, ich möchte nicht ins Krankenhaus kommen, wir gucken da, ob das so vorbeigeht. Das ist bestimmt verstaucht oder Dings. Ja, okay. Haben wir Voltarensalbe dran gemacht, Verband, Sportverband. Ja, halte das. Sportverband dran gemacht und alles. Den Samstag nochmal bei meinem Bruder gewesen. Es ging aber nicht besser, die Schmerzen waren unnormal stark. Schmerzmittel an Tabletten hat auch nichts geholfen. Dann wir sind so um 11 Uhr abends, nachts nach Hause gekommen und ich habe einfach die Jungs abgeladen mit meinem Mann zu Hause, weil mein Mann Frühschicht hatte. So, und dann sind wir, also Anna und ich und Leonie, ins Krankenhaus. Bis 2 Uhr, wir sind um 2 nach Hause gegangen, also zu Hause schon gewesen, glaube ich, um 2 Uhr. Ja, und dann sind wir auch direkt schlafen. Ich bin erstmal sehr froh gewesen, es ist kein Bruch, es ist auch nichts angebrochen, laut den Bildern. Ja, die haben auch einfach Voltarensalbe gemacht und einen Sportverband, das, was ich auch zu Hause gemacht habe. Der Arzt, der Dienstarzt, der dort Schicht hatte, ist mega, mega unfreundlich. Sehr, sehr unfreundlich. Also ich finde, dann ist es kein Arzt. Für mich ist ein Ärzte sind die, die Leben retten, die Leben retten für mich. Das ist ein Arzt, der muss freundlich sein. Oder ich bin so bekloppt, ich weiß nicht, aber ich bin freundlich und ich erwarte, dass man auch zu mir freundlich ist. Er hat uns untersucht. Der Leonie beinahe den Bein rausgekugelt. Sie schreit vor Schmerz. Dann sagt er, setzen Sie sich draußen hin. So, anstatt zu sagen, Sie könnten sich jetzt nochmal im Flur hinsetzen. Wir machen eine Röntgenaufnahme. So, wir warten weitere halbe Stunde, ohne zu wissen, was auf uns wartet. Dann da habe ich gemerkt, okay, er sagt so, da reingehen. Habe ich verstanden, okay, wir müssen Röntgenaufnahme machen. Also echt unfassbar schlimm, finde ich sowas. Ja, okay, aber zumindest, ne, gut. Ich hoffe, dass es auch weiterhin kein Bruch ist. Es tut ihr noch sehr, sehr weh. Sie humpelt, aber sie ist auch fleißig am Spazieren und am Tun. Wollte auch sehr, sehr in die Schule, weil sie schon in der Freitag nicht in der Schule war. Genau, sie wollte sehr, sehr gerne in die Schule gehen und ist auch gegangen. Und ja, so ist das eben, ne? Ja, genau. Heute ist Montag und es steht sehr, sehr, sehr viel an diese Woche. Es kommen noch für euch, also morgen kommt für euch ein Live-Haul, Action-Live-Haul. So, so schön. Es ist schon Weihnachten überall in den Geschäften. Wahnsinn. Und ich bin ausgeflippt. Ich habe auch geshoppt. Ich habe auf jeden Fall was mitgenommen. Bleibt für euch spannend. Auf jeden Fall, das Video kommt morgen raus. Und dieses Video guckt ihr jetzt schon. Ja, ich mache Kartoffelpüree gerade zum Mittagessen und dann habe ich, ich mache mein Handy von der Akkugerät ab, dann zeige ich euch, dann habe ich hier so eine Tortenauflauf, also einen Tortenauflauf, Tortenform und dort habe ich, fertig, dort habe ich zwei Päckchen, zwei Dosen Thunfisch, Haferflocken, oh. Oh. Mein Kartoffel läuft mir gleich weg. Also Thunfisch, Haferflocken, Eier und ein bisschen Mehl. Normalerweise gehört auch Zwiebel hin, aber ich habe kein Zwiebel zu Hause gehabt. Dann habe ich einfach nur Lieblingsgewürze, ein bisschen Schwarzpfeffer, rote, süße Pfeffer, Knoblauch, trockene Knoblauch habe ich reingemacht. Und eben für den Fisch. Gewürz, das nehme ich ja immer in dem russischen Geschäft, das wisst ihr ja mittlerweile von mir. Zeige ich euch am besten. Richtig rum, so diese Gewürz, ne, da ist so Fisch drauf. Ja,
Bei mir ist Unordnung hoch 3. Ich muss aufräumen. Ich habe schon die Wäsche gewaschen. Und nach dem Essen, wenn es fertig ist, gehe ich Bad putzen und so weiter. Also ganz viel zu tun. Und dann die Woche auf jeden Fall noch viel besorgen, was die Hochzeit betrifft. Ja, Samstag fahren wir nach Holland. Da fahren wir Anzüge für die Männer kaufen. Ich bin immer noch auf der Suche von Kleid. Ich hoffe, ich werde in Holland fündig. Sei es Primark oder andere Boutiquen, die da sind vor Ort oder in dem Ort. Ja, und Sonntag bzw. oder Montag ganz, ganz, ganz früh, den 3. Oktober, fahre ich meine Mom abholen, eine Woche früher vor der Hochzeit. Das kommt schon näher, der Datum, ne? Eine Woche vor der Hochzeit, denn sie will natürlich, so wie alle Mamis wahrscheinlich sind, ihre Kinder lieben, egal wie groß die Kinder sind. Ja, sie möchte dann viel machen, viel besorgen und dann hat sie die Aufgaben Salate, alle Salate an mich und sie übernommen. Also dürfen wir die Salate machen und kaufen. Also die nächste Woche wird echt, echt viel am zu tun sein. Ich muss gucken, ob ich diese Woche noch meine Nägel mache. Vielleicht am Freitag wäre das, glaube ich, ganz, ganz gut. Oder Samstag früh direkt. Ich möchte auch ein anderes Studio ausprobieren. Ich habe neu geöffnet. Und das ist dann auch genauso weit, wie ich zu anderen fahre. Mal gucken. Ich testiere ja sehr, sehr gerne aus. Ja, also ich werde euch jetzt lange nicht hier aufhalten. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, ihr Lieben. Wirklich, es ist mir so viel wert. Das müssen die mittlerweile wissen, die mich länger verfolgen. Oder länger abonniert haben schon. Ich habe heute gesehen, es sind 406 Abonnenten und ich strahle einfach. Ich strahle einfach. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Wirklich mega stark. So, so lieb. Ich wünsche euch positive Energie. Alles, alles Liebe. Ich hoffe, ihr seid auch gut durch den Tag gekommen. Ich wünsche euch noch eine schöne, angenehm, leichte Woche und Arbeitswoche, wie für wen jeweils ist, ja. Ja, dann drücke ich euch ganz, ganz feste Knuddeln und bis morgen, bis zum neuen Video. Tschüss, ihr Lieben. So, ihr Lieben, noch zu guter Letzt wollte ich euch nur ganz kurz zeigen, wie meine Thunfischteilchen aussehen mit Haferflocken. Die sind sehr, sehr weich und total lecker. Also man kann hier auch in der Mitte so ein Becherchen, also eine Tasse mit oder Schüsselchen mit Tzatziki oder sonst was hinstellen. Man kann sie auch tupfen. Und wie gesagt, ich mache so oder Salat gleich noch dazu und Kartoffelpüree. Das schmeckt sehr, sehr lecker. Man kann sowas auch aus Fleisch machen. Ach, ganz viel Fantasie, wenn man hat, kann man spielen, wie man möchte.